Servus. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen oder Mitsprecherinnen. Ich heiße willkommen zur samstäglichen Verantwortungsrunde, Verantwortungstreff oder Samstalk eben. Traditionell seit etlichen Jahren von Schenker-Bewegung der Aufruf, bei all dem, worüber wir im Leben so nachdenken und reden, immer mal wieder die Frage zu stellen, wie sieht es eigentlich aus mit der Verantwortlichkeit? Und eben nicht nur für die Zimmerpflanze, dass man die regelmäßig gießt, sondern dass man sich so insgesamt die Verantwortungsfrage im Leben angemessen stellt. Ja, gleichzeitig, der Dylan hat das schon eingeblendet, auch mit einem schönen Anzeigentext, den er da formuliert hat. Versteht sich dieses Treffen hier mittlerweile auch als digitaler Keimlink sozusagen für Kommuneentwicklung? Also was die Offenheit und Ehrlichkeit des Austausches angeht und die freie Argumentekultur, so wollen wir hier diesen Keimling unter uns schon mal modellhaft vormachen, wie das aussehen könnte, wenn man offen über alles reden kann und geht nach den besten Argumenten statt irgendwelchen anderen Willkür- oder Korruptionsmotiven. Ja, wir sind hier im Kern so oft das Team dann gewesen. Dylan, Luis und meiner einer. Dann kommen da andere mit dazu. Also heute ist zum Beispiel meine ganz engagierte Mitidealistin Gela auch mit dabei, mit der ich schon so manche wilden Aktionen da in Berlin fürs Demokratiefürsorgecamp gemacht habe. Auch illegales Zelten und so. Ja, und dann sind noch andere Leute mit dabei heute Abend. Ich erkläre zur Technik noch. Wir machen das so redekreismäßig. Jeder hat da ein paar Minuten, zwischen 2 und 4. Das überlasse ich mal heute Abend dann wieder der Einschätzung vom Dylan erstmal, was er da praktisch findet. Ich nehme an, wir werden es mit circa 4 Minuten dann so machen. Und dann war die Reihenfolge in der Regel halt Dylan, dann meiner einer, dann Luis. Und bei den anderen, die dabei sind, haben wir immer gesagt, die können immer einhaken an irgendeiner Stelle. Also wenn einer der Redner aufhört, können die sagen, jetzt möchte ich auch mal was sagen. Oder sie werden sogar gefragt dann. Also Fragen ist natürlich auch sehr entgegenkommend. Und ja, dann können die sich an dieser Stelle halt beteiligen, in das Gespräch einklingen und werden dann so in die Reihenfolge auch an dieser Stelle dann im Turnus so mit aufgenommen. Ja, das wär's zum Rahmen des Samstalks und zur Technik des Vorgehens und freue mich, dass wir da sind und gebe weiter für den ersten inhaltlichen Beitrag an den guten Dylan. Ja, oh, jetzt bin ich, glaube ich, ein Tick zu laut hier im Aussteuerung jetzt. Ja, also, dann probieren wir mal unser Glück. So ist, glaube ich, ganz okay. Ja, ihr hört mich hoffentlich alle. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr mich gut hören könnt. Du auf jeden Fall hörst mich gut, ja? Also. Ich fange mal heute damit an, dass ich will heute ganz wichtige Dinge ansprechen. Und zwar, ich habe gerade ZDF heute geguckt. Es könnte mir ja dort speiübel werden, ne? Aber dieses speiübel werden ist nicht realistisch, ja? Sondern die Leute im ZDF, die glauben wirklich, weil sie sozusagen alle echten linken Leute haben immer gesagt, Vorsicht, die Pharmaindustrie geht über Milliarden von Leichen im Zweifelsfalle um des Profites willen. Die Gesundheitssparten, ja. Wir haben in der Evolutionsbiologie ganz klar den Hinweis darauf, dass seit 100.000, 150.000 Jahren immer mehr vorteilbringende Irrtümer sich angehäuft haben müssen, weil der Arzt im jetzigen Bezahlungsschlüssel, im kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Bezahlungsschlüssel, kann nur dann gut verdienen, wenn er in Wirklichkeit, ohne dass es ihm bewusst ist, die Leute krank macht und krank hält.
Und ich bin als Naturwissenschaftler zutiefst überzeugt, besonders weil ich ja erst mal angefangen habe zu studieren, im Gesundheitswesen alles geglaubt habe, was mir da eingetrichtert wurde, bis ich irgendwann merkte, stimmt ja alles nicht. Unser Job im Gesundheitswesen besteht ja daraus, die Leute krank zu machen und krank zu halten. Und im ZDF ist es so, dass da so viele Milliarden Gelder geflossen sind von den Pharmakonzernen zu den Journalisten, zu den Fernsehsendern als Werbespots und so weiter, dass dort wirklich sich lauter Leute angehäuft haben, die einfach ganz naiv vertrauensselig sind, die einfach sagen, hier, ich vertraue, also unsere Ärzte sind Engel, die Pharmakonzerne sind Engel, die kapitalistischen Impfindustrien sind alle Engel, niemanden geht es um Geld, alle sind sie eigentlich bräuchten die alle gar kein Geld, weil sie so selbstlos sind, dass sie sich aufopfern würden für uns alle und so weiter. Und dieser Tiefe, diese Vertrauensseligkeit, sozusagen. Und deswegen sind die Leute auch so bösartig, dass sie ständig, jeder dritte Satz ist eine Hetzrede gegen die Ungeimpften, weil eben die wirklich glauben, die Ärzte sind die Engel und die, die den Ärzten misstrauen, sind Teufel. Dabei ist, wer den Ärzten misstraut, ist eigentlich der Einzige, der in der Wahrheit ist, ne? Und das ist diese Paradoxie. Und heute will ich also diese ganz wichtigen Dinge ansprechen. Ich glaube erst einmal, das oberste Bedürfnis der Menschen scheint zu sein, einer Herde anzugehören. Man sieht das ja auch, wie viele Millionen Menschen jetzt ist einfach gerne mit der Herde laufen und nach noch strengeren Maßnahmen schreien. Und viele schreien mittlerweile schon nach Impfzwängen und Impfpflicht und allem Möglichen, ja, weil sie überhaupt nicht erkennen, dass ihr Bedürfnis, einer Herde angehören zu wollen und zu mögen, quasi sie genauso anfällig macht. Genau genommen war es bei Hitler genauso. Das war auch nichts anderes als eine Herde. Damals waren der Urheber eher die Waffen- und Stahlindustrie. Und die Leute haben diese ganzen Wahnvorstellungen, wir nennen sie ja hier vorteilbringenden Irrtümer, alle geglaubt und waren bereit dafür, 60 Millionen Menschen in aller Welt als Todesopfer hinter sich herzuziehen, sozusagen. Und verglichen damit ist das, was gerade die weltweite Gesundheitssparten mit uns machen, ja noch harmlos. Jetzt muss ich noch, weil meine Zeit schon wieder zu Ende geht, noch abschließen. Warum will ich heute so immer wieder darüber sprechen, dass das oberste Bedürfnis des Menschen ist, einer Herde anzugehören? Weil ich den Eindruck habe, alle, die heute an dem Gespräch teilnehmen, haben eine gewisse Offenheit, vermute ich mal, dafür, dass sie der Medizinsparte, den Gesundheitssparten und dieser Spartenherde des Gesundheitswesens oder der Gesundheitssparten tiefstes Misstrauen entgegenbringen. Und aus meiner Sicht ist das 1000%ig berechtigt. Aber was ist, wenn die Sparte anders heißt und wenn die Spartenherde anders heißt? Ist es dann plötzlich so, dass man dort, wo man zu Recht misstraut, plötzlich den kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Systemen blind vertraut? Was ist, wenn die Spartenherde zum Beispiel Königreich Deutschland heißt? Könnte es nicht sein, dass es sich da auch nur um ein kapitalistisches Geschäftsmodell ha handelt, bei dem der Peter für 1000 Euro seine Materialien verkaufen möchte? Könnte es nicht sein, dass es auch nur ein Geschäftsmodell von vielen anderen ist, genauso wie die Impfindustrie und die Pharmaindustrie? Könnte es nicht auch sein, dass bei der Clearing-Industrie, dass es sich, also das ist so Wünschelruten und so ähnlicher, also so Energienreinigung, dass es sich da auch nur um eine ganz normale kapitalistische Sparte handelt, die genauso zu bereit ist, über Leichen und über uns Menschen hinwegzugehen, wie die Pharmaindustrie, die Impfindustrie und die anderen kapitalistischen Industrien? Sind die nicht alle gleich? Oder wie ist es mit der Esoterik-Sparte? Ist die, wieso ist die ein Engel und auf der anderen Seite die Impfindustrie der Teufel? Nein, meine naturwissenschaftliche Aussage ist, sie sind alle Teufel.
weil es alles Geschäftsmodelle sind, die unser Leben zerstören um des Profites willen. Ne? Oder denken wir an die Sozialspaten oder Extinction Rebellion. Gell? Du bist ja selbst auch, sagst ja, hat auch gute Seiten, Extinction Rebellion. Aber in den letzten Monaten habe ich immer mehr den Eindruck, Extinction Rebellion und Fridays for Future sind eventuell kapitalistische Geschäftsmodelle wie Greenpeace und andere, wo es darum geht, Opfer abzuzocken für Illusionen und dass sich nur so erklärt, warum diese Sparten wie Extinction Rebellion so massiv gegen jede Lösung kämpfen. Hab gerade heute wieder eine Sendung geschaut, dass es da mit der Lösung, dass es wirklich ganz anders gehen muss. Ein Professor Flachbeck oder nee, Professor, naja, fällt mir vielleicht noch ein. Also, das große Thema, was ich heute aufmachen möchte, auch für die neue Brigitte und so weiter, die da ist, ist es realistisch, dass wir zu Recht der Pharma- und Impf- und sonstigen Mafia misstrauen, in ganzem linken Stile, aber plötzlich anderen kommerziellen Teilen des Kapitalismus plötzlich blind vertrauen? Clearing-Sparte, Königreich Deutschland, Esoterik-Sparte. Extinction Rebellion, Profession, ja, denn mein Verdacht ist, immer wenn Geld im Spiel ist, ist das Ganze kaputt. Deswegen finde ich es ja so gut, dass der ÖFF auch ausgestiegen ist aus diesen Geldmechanismen und nichts verkauft, genauso wie wir keinen Cent von außen annehmen dürfen als Weltrat und Next Scientist for Future. Ja, ÖFF, ich bin schon mal auf deine erste Antwort dazu gespannt und dann schalten wir zu den Damen und zum Lewis rüber, ja? Ja, danke und an dich als ersten Redner. Falls ihr mich unterbrechen möchtet oder dazwischen was sagen möchtet, ne, könnt ihr immer auch einfach Piep sagen, ne? Oder ich mache eh immer so ein bisschen Ja, Öff, ich höre Atempause. allerdings die Leute jetzt nicht, weil die Akustik ist besser, wenn ich sie jetzt mal nicht höre. Also mach du Okay. deinen Beitrag und dann können Okay. sie alle drei loslegen. Okay, gut. Also ich mache ja immer als Einstieg dann erstmal Lebenssituation, wo bin ich gerade und was spielt sich da ab, was tue ich. Und also gerade gestern war eine, wie ich denke, wichtige Demonstration, wo ich mit meiner Frau hingegangen bin hier in Stadtallendorf, weil doch tatsächlich ja einige Politiker, vor allem von der FDP, sich eine ganz besondere Blüte noch erlaubt haben, in Anführungszeichen, Ich habe nämlich deine den Reden Kindern. gehört. Ja, das ist schön, Dankeschön, freut mich. Die wollten den Kindern tatsächlich 20 € Geschenk zustecken als Lockmittel sozusagen, damit sie sich doch impfen lassen. Und da haben wir natürlich ein paar tapfere, relativ wenige Recken haben wir da vor dem Rathaus und ja, gestanden und Demo gemacht und halt versucht zu sagen, dass das eben ein Verbrechen ist, die Kinder, die unter der Krankheit gar nicht so leiden und bei der Impfung kann man sich ja nicht so sicher sein. Also dann zur Impfung hinzu manipulieren. Und ja, und gleichzeitig, also ganz spannend, ich suche ja immer die Kontakte zur Wissenschaft, so wie wir uns hier als Wissenschaftler verstehen, ne, und als Wissenschaftskooperation. Und da war doch zum ersten Mal für mich gestern eine Gruppe erreichbar, die sich so Studenten für Aufklärung nannten. Und also als die kamen, hat die Anke, meine Frau, erstmal schon gleich gedacht, ah, sind da jetzt wieder irgendwelche Gegendemonstranten oder so. Aber nein, also es handelt sich um Studenten für Aufklärung, die auch für die Rechte der Kinder da eingetreten sind, nicht so gespritzt zu werden. Und ja, also war spannend. Ich habe mich mit denen dann länger unterhalten auch noch, habe sie alle eingeladen ins Forum. Ich bin mal gespannt, ob im Forum mehr Leute kommen. Ich bin da ja auch dabei. Also wenn ich nicht wie gestern eine ganze Nacht demonstrieren gehe, Ich habe da ja war auch an meine der Wahl. Uni Marburg studiert und wir verstehen ja den Weltrat und die Next Scientists for Future als die Weltspitze der Aufklärung, auch sogar teilweise den Abschluss der Aufklärung. Freut mich, dass ein paar Marburger Studenten noch ein bisschen vernünftig sind, aber es ist bestimmt eine Ausnahme. Naja, ich hoffe ja immer auf das Beste, ne? Und genauso ja auch bei allen anderen, bei den Esoterikern, bei Königreich Deutschland und so weiter.
Also man kennt mich ja, ich bin so ganz sanft und suche immer die konstruktiven Brücken und versuche eben keinem so unnötig auf die Füße zu trampeln. Also mein Leitspruch ist ja auch, du musst den Menschen immer die Wahrheit sagen und immer so, dass es ihnen gefällt. Hoher Anspruch, aber finde ich ganz toll, sich daran so bewähren zu wollen. Und auch für Zusammenarbeit, ob jetzt Vernetzung oder vielleicht sogar Fusion. Also mein Maßstab ist eigentlich nur, was nicht angetastet werden sollte. Also Sie können alle, wer weiß, was für Visionen und Gefühle und Offenbarungen und auch Konzepte haben, also von Königreichen und was auch immer. Hauptsache ist, Sie würden sagen, die freie Argumentekultur und die Verantwortungsreife des Einzelnen, also Post-Conventional Level oder wie ich ja lieber sage, Spirit Identification Level und Boltzbacher Konsens und eine Menschheitskonsensdemokratie, die man anstrebt, also Menschheitsfamilie oder Menschheitsgeschwisterlichkeit im Teilen der Entscheidungen und im Teilen der all der übrigen Dinge des Lebens. Also wenn freie Argumentekultur und diese Vorstellung der Menschheitsgeschwisterlichkeit im Teilen der Entscheidungen und aller Güter, wenn da der Raum für da ist und die sagen, ja, das ist ein Teil, was kann bei uns so sein, also das kann sich da entwickeln, wird nicht behindert oder blockiert. Dann würde ich schon sagen, na ja, über all die anderen Dinge weiß ich vielleicht noch gar nicht so richtig Bescheid oder da kann man drüber reden. Das diskutieren wir dann aus in der freien Argumentekultur. Übrigens gleich hier der Hinweis, ne? Also alle, die wollen, kommt ins freie Argumenteforum, solange das nicht weggeputzt wird durch irgendwelche komischen Angriffe aus irgendwelchen Ecken. Also es gibt ein korruptionsfreies Internetforum, freie-argumente-kultur.de. Und ja, also insofern, Jesus hat mal gesagt, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und das ist auch meine Haltung dabei, Vernetzung und Fusion. Was Sie sonst alles denken, sei dahingestellt. Aber wenn Sie sich gegen diese wesentliche Grundlinie nicht wenden, sondern die kann sich damit entwickeln, dann kann man alles Mögliche machen. Gleich nochmal, wo ich da bin bei der freien Argumentekultur, als einziges jetzt noch, was ich inhaltlich auch sage, auch zu Corona-Geschichten. Also ich finde es ganz wichtig, dass im Moment einerseits eine Politikerin in Thüringen Statistiker beauftragt hat, mal zu gucken, wie ist das bei der Übersterblichkeit, die jetzt seit ein paar Wochen existiert, in welchem Verhältnis steht die zur Impfquote? Und hat festgestellt, dass in den Gegenden mit höherer Impfquote die Übersterblichkeit stärker ist. Ist und mit niedriger Impfquote die Übersterblichkeit geringer ist. Also wissenschaftliche, statistische Prüfung, wo sie die Daten dann auch da an ihre Regierung weitergegeben hat. Ja, das ist ein ganz wichtiges Ding, diese Sache zu klären. Und die WHO und die UNO hat jetzt auch darauf hingewiesen, zumindest bei Maßnahmen wie Impfpflicht, was die in Österreich ja stark da durchziehen wollen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss, dass die Mittel, die man einsetzt, ich sage jetzt mal krass, nicht am Ende schlimmer sind als die Krankheit, und dass man nicht Leute vermeidbar diskriminieren muss, dass man die Mittel auch einsetzen muss, die die mildesten sind, um Ziele zu erreichen. Und ich hoffe doch inständig, dass in der Gesellschaft die Erkenntnis dann noch durchkommen kann, dass die Impfung mit ihrer entweder geringen oder sogar gegenteiligen Wirkung keine Verhältnismäßigkeit hat, um jetzt eben die Freiheitsrechte beziehungsweise überhaupt Rechte der Menschen so schlimm einzuschränken. Das wird ganz wichtig sein in der weiteren Entwicklung und setze ich mich für ein. Ne? Dank an Luis, dass der, also für Gela und mich jetzt auch und alle, denen das Demokratiefürsorgecamp in Berlin am Herzen liegt, dass der da so die Organisation ein Stück weit versuchen will, aufrechtzuerhalten, dass wir sagen können, wir setzen da auch unseren Widerstand vor den Toren der Macht in Berlin fort. Okay, das sei es erst einmal. Ich gebe weiter. Ja, liebe Leute am Telefon, ich stelle euch gleich laut. Sag nur gerade, ich zeige gerade den Zuschauern hier die Bilder. Ich habe gerade Öff-Öff im Bild, nur dass die Zuschauer mal so ein bisschen Bilder sehen, wer dran teilnimmt. Das ist hier das Foto von der Gela, die gleich vielleicht was sagen wird. Dann haben wir hier nochmal den Dylan, eine Variante. Dann haben wir den Luis, jetzt auch in etwas größer, der jetzt auch vielleicht gleich was sagen wird. Und hier haben wir noch mal was von Dylan, noch mal ein Foto mit Bart diesmal auch. Und ja,
Und hier jetzt das Dylan-Foto ohne Bart. Naja, ich kann ja, ich werde euch dann entsprechend dann gleich hier einblenden, wobei ich gar nicht weiß, ob diese Sendung überhaupt eine Chance hat, weil wir uns ja zu heißen Eisen geäußert haben und da löscht ja YouTube eigentlich. Ich hoffe, dass da nichts Gefährliches passiert. So, ich drehe euch jetzt laut und dann könnt ihr loslegen, ja? Vielleicht einer nach dem anderen. Moment. Ja. So, jetzt müsstet ihr gut, jetzt bitte was sagen. Ja, ich würde mal die Chance kurz nutzen. Zuerst dachte ich sage gar nichts. Ich hoffe übrigens, man hört mich gut. Der Straßenmusiker ist hoffentlich nicht zu laut. Ist okay, ist okay. Als ich die Sache im Forum durchgelesen habe, hätte ich nochmal die Anregung, Dylan. Also aus meiner Sicht bist du immer so stark besorgt, dass jemand manipuliert ist durch irgendwelche Sparten, dass du für mich klingt es so, nicht die Möglichkeit siehst, dass ja zum Beispiel die Sache mit dem Clearing, dass du nicht die Möglichkeit siehst, dass es sowas geben kann, oder du könntest das noch mehr deutlich zum Ausdruck bringen aus meiner Sicht, falls du die Möglichkeit doch siehst. Und ja, da würde ich, also irgendwie fände ich gut, wenn man so ein System hätte, wenn du selber mal formulieren würdest, wenn du jetzt einen Gesinnungsgenossen hättest und der wäre aber quasi übertrieben deiner Meinung, so dass es fanatisch und unaufgeschlossen ist, wie das bei dem aussehen würde. Und inwiefern du selber quasi darauf achtest, dass du nicht in dieses Extrem abdriftest. Das würde mich interessieren und möglicherweise beruhigen, wenn du da das formulieren würdest. Ich glaube, du meintest mal, es ist sowieso eine gute Sache, immer gleich mitzuformulieren, bei welchem Sachverhalt die eigene Argumentation widerlegt ist oder so. Das könnte man ja auch in Zukunft vielleicht, wenn man dran denkt und das nicht so anstrengend ist, mitformulieren. Wo man die eigene Position übertrieben ausgeprägt fände und wo man aus seiner Sicht bewusst dagegen wirkt, dass man selber kein Fanatiker wird. Das war es auch schon. Dankeschön. Dann gebe ich weiter an Gela, Brigitte oder wieder Willen. Ja, Brigitte, kannst du was sagen? Ich höre erst noch mal eben. Aha. Also, da wurde jetzt schon wieder so viel geredet. Warum wollen wir alle dazugehören? Das war mal eine Frage, die sich konkret mal gestellt wurde. Das hat ja meines Erachtens dazuzugehören in der Gemeinschaft, in einem Dorf, in einem Verbund, um im Zweifelsfall auch mit versorgt zu werden, beliebt zu sein. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was jetzt die Antwort sein sollte. Also mir ging es ja, Luis, daran erinnerst du dich sicher auch bei der Demo in Leipzig, wo ich gerufen habe, pass auf eure Kinder. Dann kam eine Frau eben auf mich zu, die war völlig entsetzt und hat mich angeschrien wegen ihnen, wegen mir, also wäre die ganze Pandemie. Sie hat direkt mich gemeint und nur mich rausgepickt von den ganzen, was weiß ich, 50 Leute, die da rumstanden. Ich bin schuld, also Sie sind schuld, weil ich da nicht mitmache in diesem ganzen Szenario da, was da so abgeht.
ich habe natürlich ganz falsch reagiert. Ich habe ja einfach geantwortet, ja, ich bin wahrscheinlich schuld, weil ich keine Maske trage und weil ich, also auf jeden Fall habe ich falsch reagiert. Ich hätte anders auf sie zugehen können, aber in dem Moment hat mich das auch nur, dass sie so direkt auf mich zukam. Ich habe ja im selben Wind geantwortet. Das ist mir vorhin zu dem Ganzen da noch eingefallen. Und meine Tochter kam letztens auch zu mir, hat gesagt, sie hat auch die Nachrichten gehört. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt heute erfahren hast, aber sie sagte auch, jetzt war die Angst und Bange so langsam, was da gesprochen wird. Sie war völlig entsetzt. Aus jedem Satz hört man eigentlich schon die, ich jedenfalls, wenn ich mal Radio höre, aus jedem Satz höre ich da die sich die Hände reiben. Ich gebe weiter. Erstmal. Ja, dann sag ich auch was. Ich habe mir gerade so ein paar Notizen gemacht. Also für mich war die Frage ja nach Verantwortung, Gemeinschaft, wieso wollen wir dazugehören? Und ja, also ich komme selber aus der Gesundheitsbranche und habe dort als Selbstständige gearbeitet und habe auch diverse Arbeit oder ja Auftragsgeber irgendwann nicht mehr angenommen, weil ich das System einfach nicht mehr unterstützen konnte. Inzwischen bin ich Rentnerin und Vertrauen habe ich gleich gegen null, denn durch die eigene Erfahrung ist, also heute bin ich froh, dass ich so selbstständig bin und auch die Verantwortung für mich übernommen habe, für meine Gesundheit. Aber ich wusste es gar nicht anders, sondern ich wusste und bin so gelehrt worden, die Verantwortung hat der Arzt, weil der gibt mir ja entsprechende Medikamente oder eine Kur oder Krankenhausaufenthalt und. Der ist der Wissende und ich nicht. Das hat sich grundlegend geändert und weil ich eben unterrichtet habe in der Erwachsenenbildung, konnte ich bestimmte Dinge nicht mehr unterrichten. Also wir waren darauf gedrillt. Wer achtet jemand auf meine Zeit? Okay. Ruhig weiter. Ja, also wir waren einfach darauf gedrillt, weil ja das, was man unterrichtet, wird immer im Ministerium für, also bei uns war es dann Düsseldorf, da wurde dann sozusagen unser Curriculum genehmigt und ich kriegte irgendwann, es war mir so schlecht beim Unterrichten, bis ich selbst gemerkt habe, Moment mal, ich habe die Verantwortung, was ich hier unterrichte. Und habe dann ganz viele Dinge unterrichtet und zwar in der Form, dass ich die Menschen immer mit einbezogen habe. Was verstehen Sie unter Gesundheit? Und ich habe ihnen nicht aufoktroyiert, was Gesundheit im Allgemeinen ist und dem müssen Sie sich anpassen. So, das einfach nur zu meiner Geschichte. Und ich mache mal so eine Kurzform und warum Gemeinschaft? Also ich bin auch jemand, der sich viele Gemeinschaften angeguckt hat, viele Gemeinschaftsbildungsprozesse durchlaufen hat und viele in mehreren Gemeinschaften auch hospitiert habe. Mit meinem kleinen Sohn damals vor 25, 30 Jahren schon. Und ja, grundsätzlich bin ich sicher auch ein Gemeinschaftsmensch. Ich habe viele Jahre große Camps organisiert und teilweise der Workshops habe ich selber auch geleitet. Das heißt, woran meine Erfahrung ist, woran alles gescheitert hat, ist nicht, weil die Menschen das nicht wollten, sondern weil wir alle so sehr in Gefühlen verhangen sind. Und die Gefühle, die nicht ans Tageslicht dürfen oder nicht hochgeholt werden wollen können, die toben in uns im Inneren und das macht eben das Zusammenleben oft holprig, bis schwierig und so und über die Gefühle
trennen sich auch große Firmen. Also wenn man Firmenverhandlungen mal beobachtet hat, da geht es immer um Gefühle. Es geht meistens auch, natürlich geht es immer um eine ganz wichtige Sache. Aber wir sind sehr gelenkt durch unsere unbewussten Gefühle. Die meisten Menschen fühlen zwar, aber sie können die Gefühle nicht wirklich benennen und mit den Gefühlen umzugehen, das haben wir alle gar nicht gelernt. So, ich war viele Jahre als Trainerin für emotionale Kompetenz unterwegs. Und warum meine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft noch nicht in der Form gereift ist, ist tatsächlich, weil der Gemeinschaftsprozess, der ja in vielen Gemeinschaften auch funktioniert, ist etwas, was über Jahre angelegt wird. Denn wir sind ja alle so ein bisschen darauf ausgerichtet, immer in so einer Achtsamkeit zu sein, den anderen nicht zu verletzen, den anderen, vom anderen auch meinem Gegenüber nicht verletzt zu werden. Und das ist eben, wir haben so tiefe Verletzungen, also wenn ich wieder zurückkomme auf diesen Gesundheitsbereich, was diese Branche uns da vorgelogen hat und was sie jetzt natürlich haarsträubenderweise sehr oft widerlegbare Argumente und wissenschaftlich fundierte Hintergrund ist. Und die Gesellschaft macht mit, ein großer Teil der Gesellschaft macht mit. Nun ja, ich mache insofern auch mit, nämlich weil ich meine Stimme auch gar nicht erhebe. Also ich wirke sozusagen im Verborgenen oder im Hintergrund, indem ich nämlich ständig gucke und das, was du auch, Gela, gerade gesagt hast, was so Nachrichten bei uns auslösen, ist nämlich Angst. Und es geht darum, nach meinen Erfahrungen, ich sage das eben noch zu Ende, aus meinen Erfahrungen ist nicht die Angst als solches ist es, sondern wir hätten die Möglichkeit, uns die Angst anzugucken und lernen, wie wir mit der Angst umgehen. Okay, das war's. Ja, jetzt hört ihr mich wahrscheinlich wieder gut, Öfke, du hörst mich auch wahrscheinlich. So, ich denke, jetzt hören die mich am Telefon auch wieder gut. Öfke, sag du mal kurz was, nur ganz kurz, Mikro ein kurz. Ja, ich höre dich gut. Ja, dann wird das wohl funktionieren. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ja, also, Brigitte, ich habe dem entnommen, was du gesagt hast, dass du auch, so wie ich, Zweifel an dem Gesundheitswesen bekommen hast, bei dem du studiert hast und so weiter. Und ich denke, dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, unbedingt mit der Herde, mit einer Herde irgendwie verbunden zu sein, das ist das, was die meisten Menschen nicht schaffen. Ich glaube, ich darf sagen, dass ich meine, dass der ÖFF wirklich auch geistig fast völlig ausgestiegen ist aus diesem kranken, verrückten System. Ich bin sicher, dass ich auch hundertprozentig aus diesem kranken System ausgestiegen bin. Aber ich glaube, dass es euch anderen noch sehr, sehr schwer fällt, da auszusteigen. Ja, denn Gela, du hast richtig gesagt, also du kannst dir jetzt ja vorstellen, wenn du mitkriegst, was jetzt gerade in den Medien geschieht, wie leicht es war, damals zu Hitlers Zeiten einen regelrechten Judenhass in der Bevölkerung zu erzeugen, dass die also mit dem Finger Hass erfüllt auf die Juden gezeigt haben, so wie sie heute Hass erfüllt auf die Ungeimpften zeigen oder die Nicht-Maskenträger und so weiter. Dabei ist das die totale Umkehr. Ja, in jeder gesunden Kultur ist derjenige, der Körperverletzung begeht, also wer mit dem Skalpell
und mit einer Nadel auf andere Menschen zugeht, der ist in jeder gesunden Kultur ein potenzieller Schwerverbrecher, den man unbedingt im Auge haben muss. Der kommt und behauptet irgendwie, wenn er mit dem Skalpell auf mich losgeht oder auch mit der Nadel auf mich losgeht, das würde mein Leben verbessern hinterher. Angeblich. Aber da muss man doch aufpassen. Solche Leute muss man doch mit dem Verfassungsschutz überwachen. Der Bundesanwalt muss diese Leute überwachen. Also der oberste Staatsanwalt Deutschlands muss solche Leute ständig überwachen. Und stattdessen sagen wir, nein, wer mit dem Skalpell und mit einer Nadel auf Menschen losgeht, das sind die Engel. Das sind völlig selbstlose Engel. Da geht's nicht um Geld, da geht's nicht um Profit. Nein, und es geht auch nicht darum, uns krank zu machen und krank zu halten. Nein, das sind ja alles Engel. Das sind die selbstlosesten Wesen. Die sind quasi vom anderen Stern gekommen. Und die sind absolut selbstlos. Aber ich glaube, dass die Menschen das so ein starkes Bedürfnis haben, irgendwas Gutes noch an diesem teuflischen System, das ich ja mit einem Wort beschreibe, Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und die meisten wissen ja, dass wir auch die Partei des Gemeinwohls beraten und damit sozusagen, ja, wo habe ich es denn? Augenblick, das zeige ich auch gleich mal hier. Hier, das waren die Flyer, Partei des Gemeinwohls, wo haben wir sie ja? Gemeinwohlwirtschaft ist für mich die einzige Lösung, weil in der Gemeinwohlwirtschaft wird jede Sparte gezwungen, uns Gutes tun zu müssen oder sie geht pleite. Und in der Marktwirtschaft ist aber, und das glaube ich, habe ich noch nie deutlich genug gesagt, ist jede Sparte gezwungen, uns zu schaden. Die Nahrungsindustrie kann keine Profite machen. Die einzelnen Nahrungskonzerne können keine Profite machen, wenn sie uns nicht die billigen Stoffe wie Zucker und Palmöl, ich habe gerade mitgekriegt, ich esse nämlich in letzter Zeit aus Versehen ein bisschen Palmöl, und wie gefährlich das ist und wie krebserzeugend das ist, kam gestern eine Meldung und gerade heute wieder eine Meldung, dass Palmöl richtig gefährlich ist. Warum ist das überall drin? Weil es das Billigste ist und weil dieses System, diese Marktwirtschaft die Leute zwingt, das Billigste reinzutun. Und bei Louis meine ich gehört zu haben, diesen Wunsch an diesem teuflischen System immer noch was Gutes finden zu können. So auch immer dieser Wunsch, da noch mit der Herde zu bleiben. Also so quasi, ja, vielleicht ist ja bei dem Clearing doch echt noch was Gutes dran. Und das ist dieser Wunsch, doch noch in der Marktwirtschaft und in dem Kapitalismus doch noch irgendwie verhaftet zu bleiben und irgendwas Gutes daran zu entdecken. Das, während meine Ansicht ist, alle Sparten des Kapitalismus sind abgrundtief schlecht und sind genauso schlecht, wie es jetzt läuft, wenn dieser Hass aufbricht, wie damals der Hass auf die Juden. Ja, diese Juden, ja, und jetzt diese Ungeimpften und die Nichtmaskenträger und so weiter. Ja, also dieser Hass, der jetzt geschürt wird, in jeder Sendung, in heute gerade eben geschürt wurde ohne Ende, ja. Und dann kommt das Perfide noch, dass man dann berichtet, oh ja, irgendwie die Bürger, oh ja, die wollen jetzt ganz unbedingt die Impfpflicht. Naja, dass man die aber tagelang, wochenlang, monatelang geschürt hat mit seiner eigenen Propaganda, da fehlt jede Selbstwahrnehmung. Also es ist ein völliges Fehlen von Selbsterkenntnis. Also noch einmal, ich werde gleich etwas in der nächsten Runde was ganz Provokatives machen. Ich werde zum ersten Mal hier in diesem Kreise die naturwissenschaftlichen Beweise vorlegen, warum der Mensch in der Ein-Ehe niemals glücklich werden kann, laut naturwissenschaftlicher Beweisführung. Ich hoffe, das ist nachher dann auch provokativ genug, weil ich damit deutlich machen will, dass das jede Beziehung zu diesem Kapitalismus und dieser Marktwirtschaft eventuell einfach Unglück zementiert. Ich habe so den Eindruck, wir kommen alle nicht raus aus diesem System. Also mein letzter Gedanke für diese Runde, bevor ich nachher dann ganz provokativ werde mit der naturwissenschaftlichen Beweisführung, warum der Mensch in der Zweierbeziehung niemals glücklich werden kann, ne? Wirklich glücklich werden kann. Und noch einmal abschließend dieser Satz. Louis,
Aber auch Gela und Brigitte, prüft euch bitte, das wäre so mein Wunsch an euch, prüft euch bitte darauf hin, wie weit ihr nicht doch an diesem System noch irgendwas Gutes retten wollt, damit ihr nicht aussteigen müsst aus diesem System. Ich bin zwar körperlich jetzt nicht so ausgestiegen wie der Öff-Öff, ich hatte allerdings auch Kommunen gehabt, habe da 500.000 Euro reingesteckt und so weiter, aber ich bin geistig total aus diesem System ausgestiegen. Ich glaube keiner Sparte mehr. Ja? Und ich bin als letztes noch auf Fridays for Future reingefallen. Mittlerweile habe ich da auch nur noch Misstrauen, weil es auch richtig ist und realistisch ist. Also, aber prüft euch doch auf den Punkt hin, wie weit möchtet auch ihr noch irgendeiner Spartenherde angehören, irgendwas Gutes finden in diesem System, wo ihr sagt, ach, da ist doch wenigstens noch Wahrheit und da kann ich noch mitleben, da kann ich noch mitlaufen und mit in der Herde dabei sein. Ich glaube, das ist aber genau das Grundproblem. Und wenn wir hier über Irrtümer sprechen, wir müssen ständig darüber sprechen, über diesen Wunsch, an diesem teuflischen jetzigen System, das die ganze Erde zerstört, ständig noch was Gutes finden zu wollen und es quasi noch vor sich selbst retten zu wollen. Und das ist, glaube ich, dieses Bedürfnis, irgendwo doch noch immer mit der Herde dabei sein zu wollen. Ich gebe weiter an Öff-Öff und drohe an für nachher, dass ich also ganz provokativ dann mal die naturwissenschaftliche Beweisführung führen würde, wie die Biologen bewiesen haben, dass der Mensch in der Zweierbeziehung niemals glücklich werden kann, wenn die ganzen Naturgesetze stimmen, die man erforscht hat. Ne? Also Öff-Öff, ich gebe weiter an dich. Ja. Dank an die Vorredner. Ich habe noch eine Sache, ich habe es ja gerade auf meinem Schreibtisch liegen, das habe ich beim Stand der Dinge bei meinem letzten Beitrag noch nicht erwähnt. Ich versuche ja, dem Widerstandsnest da in Berlin auch zuzuarbeiten. Bin da ganz glücklich drüber, dass ich die Gelegenheit habe, mit den Behörden von Berlin einen Austausch fortzusetzen, der da angefangen hat, auch mit der Strafanzeige gegen mich und Gela, weil wir illegal gezeltet haben, weil wir die Verweigerung einer Genehmigung für so ein Demokratiefürsorge-Zeltcamp nicht hinnehmen wollen. Vor allem, abgesehen davon, dass das wegen dem Demokratiezustand unbedingt ein Erfordernis wäre, dass man das, die Wichtigkeit erkennt und das zulässt. Es wurden mit haarsträubenden Lügen wurde die Genehmigung verweigert und also sogar ein Richter, der gar nicht für uns urteilen wollte, würde aus meiner Sicht angesichts dieser Lügen gar nicht anders können, als da, ja, der Wahrheit vielleicht das Recht zu geben. Ja, das hat mich ja so gereizt, dass als die dann die Strafanzeige auch einstellen wollten, habe ich da gesagt, nee, Leute, ich möchte gerne, dass das weitergeht. Ich möchte zumindest irgendeine Klärungsstelle jetzt mal bekommen, eine Ansprechstelle, mit der man da eine angemessene, echte, gründliche Klärung der Angelegenheit durchführen kann. Da geht der Briefwechsel jetzt hin und her. Eine längere Antwort einer Staatsanwältin, dass das doch leider nicht ginge und dass die Strafanzeige oder der Prozess da auch nicht die Klärungsebene wäre. Da habe ich gesagt, ja, dann, was ist denn die Klärungsebene? Oder leiten Sie es doch bitte weiter, also dass da hier jetzt was zu klären ist, an die entsprechende Stelle, an die man sich wenden könnte. Ne? Also ich weiß natürlich, dass dieses System sich drumherum drückt. Ne? Also wir haben Arbeitsagenturen und Kriegsministerien, aber wir haben keine einzige Nachhaltigkeits- und Friedensagentur, wo man sich mit Konflikten auch hinwenden könnte, um da sachlich argumentativ den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja, aber habe ich gesagt, bitteschön, entweder Sie können das weiterleiten oder es gibt irgendeine Stelle, oder wir müssen im Gandhi-Sinne auch mit illegalen Aktionen weitermachen als gewaltfreier Widerstand. Wie soll es denn sonst gehen können? Und da bekam ich jetzt dann heute noch eine Antwort, ja, wieder so leider, auch diese Ausführungen sind nicht geeignet, dass wir da jetzt das Verfahren fortsetzen können und kein Eingehen auf das Weiterleiten. Ich sehe das Ganze als riesengroßen Forschungsprozess, wie ich ihn auch versuche zu gestalten. Und das ist ganz toll, sag ich mal, dass jetzt dieser Briefwechsel mit der Oberstaatsanwaltschaft Berlin da so weiterführbar war und oder bis jetzt im Moment ja auch ist. Denn ich kann damit beweisen, wie sehr wir aufgeschlossen sind für Argumente oder auch Konfliktklärung und wie sehr die andere Seite da nichts zu bieten hat, also nicht drauf eingehen kann. Ich werde das ja auch als
als ein Element jetzt verwenden, diesen Briefwechsel der Staatsanwaltschaft, um in Fortsetzung der gewaltfreien Aktion, die ich mit Louis da in Berlin gemacht habe, nämlich dem Reichstag und Kanzleramt, als Geschenk. Also die anderen blockieren die Straßen und wir machen gewaltfreie Aktion im Sinne von die anderen beschenken. Wir wollten das Geschenk einbringen, dass da ein Büro eingerichtet werden kann, was ohne Korruption auskommen will oder die Dinge betrachten will. Also ein Büro für eine Nachhaltigkeitsagentur. Also ich bin da sogar ganz bescheiden. Ich würde sagen, denen müsst ihr gar keine Entscheidungsrechte erstmal geben. Gebt der Nachhaltigkeitsagentur, die ebenso wieder die Korruption, da die Dinge betrachten und beurteilen will, gibt er einfach nur eine Art von beratendem Recht oder Stellungnahmerecht, aber mit Öffentlichkeit. Ja, und dann so ein Büro da rein. Also schon die, das ist wie bei den anderen Dingen auch, ne? Haben wir vorhin jetzt gesprochen, oder Dylan hat es angesprochen, auch Louis hat es angesprochen, Esoterik, Clearing, Königreich Deutschland, viele andere Alternativkonzepte, die haben oft so ausführliche Ideologien und ja, Sondermeinungen, jede Menge. Worauf achte ich da halt am meisten? Kann man offen reden und den Dingen auf den Grund gehen? Ja, also da werde ich das natürlich mit der Staatsanwaltschaft jetzt mit einbauen, diese Geschenkaktion. Wir wurden nämlich da auch vor den Toren quasi erstmal ja, weggeschickt wieder. War nicht so, dass man da so weiterkommen konnte, reinkommen konnte. Aber es hieß, man kann im Internet und so noch was machen. Also da gucke ich mal irgendwie dann jetzt nach dieser Stelle, die man da anschreiben kann und werde dann gleichzeitig unsere Geschenkaktion denen mitteilen, jetzt auch in Verbindung damit, dass ich sagen will, ey Leute, guckt mal, es gibt richtige Konflikte, es gibt Straftaten und die werden nicht weiterverfolgt. Und dann kündige ich sogar an, habe ich ja gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass ich weiter Straftaten begehen will. Und das Verfahren wird trotzdem einfach eingestellt und es gibt keine weitergehende Klärung, die da jetzt eingeleitet wird. Ne? Also immerhin habe ich Straftaten angekündigt. Hallo, das kann man doch nicht einfach so unter den Teppich gern. Ja, okay, das leite ich da weiter. Und ich bringe mal dann als Veranschaulichung, wie ich mit den Dingen umgehe, ob jetzt der Esoterik oder den anderen Alternativansätzen, also wo ich ja sagte, ich will so aufgeschlossen wie möglich für Vernetzung und Fusion am besten sogar sein. Ich bringe mal einfach zwei, drei Sätze noch zu diesem Clearing-Ding. Also ich will das ja auch ins Forum setzen, ich muss auch zu Königreich Deutschland dann noch weiter was reinsetzen. Mache ich gerne, aber ihr seht, ja, ne? Gestern die Geschichte da jetzt mit der Demonstration, dann die Sachen auf YouTube hochsetzen, wo sie bei mir im Kanal immerhin noch nicht auch gelöscht werden. Ne? Ich mache keine Spielchen da, die Worte irgendwie zu verändern oder auszulassen oder so, ne? Sondern gerade und direkt ist immer meine Art. Ja, also zwei, drei Sätze dazu vielleicht noch. Also ich sagte schon, es können alle möglichen Leute um mich herum von allen möglichen überzeugt sein. Ich gucke nur, beißt es sich mit dem Wesentlichen. Und also bei so Clearing-Sachen gebe ich natürlich auch zu, dass ich glaube, dass das einer strengen wissenschaftlichen Forschung kaum standhalten kann. Also dass dann da wenig wissenschaftliche Beweisbarkeit oder eben wenn man guckt, wie oft hat das positive Wirkung, wie oft nicht, wie bei Placebo-Sachen. Also ich glaube, dass es kaum eine statistische signifikante Relevanz haben wird. Gut, aber lassen wir das sogar offen, ne? Also da kann man gucken. Viel wichtiger ist der folgende Punkt. Dass es nämlich nicht ausschlaggebend oder ausspielbar sein darf gegen die Hauptschiene. Also mit seiner Vernunft und seinem Gewissen, ne? Siehe Menschenrechte Artikel 1, wir Menschen sind mit Vernunft und Gewissen begabt, sollten einander geschwisterlich begegnen. Also die Hauptschiene Vernunft und Gewissen dürfte nicht ausgehebelt werden durch irgendwelche anderen Faktoren. Und das bringe ich auf eine markige, auf einen markigen Spruch nun. Stellen wir uns vor, Vernunft und Gewissen würden dafür sprechen, an einen Ort zu gehen, weil er ein sinnvolles Alternativprojekt sein kann, so vorneweg oder an sehr guter Stelle für den Einsatz gegen die verkehrten Systeme, die sich da in der Welt immer mehr durchsetzen wollen. Egal dann, ob man feststellt, irgendwelche Geister oder Energien könnten einen davon abhalten wollen oder der Staat stellt Soldaten mit der Kalaschnikow vor die Tür und sagt, wenn ihr hier reingeht, erschießen wir euch. Es kann all das andere geben. Es kann solche Soldaten geben, die sich mit der Waffe hinstellen und es kann die bösen Geister geben oder die Energien, die jetzt sagen, der Ort ist ungeeignet. Wenn Vernunft und Gewissen sagen, der Ort ist geeignet oder von der Qualität gibt es überhaupt gar nichts Vergleichbares oder die Stelle ist wichtig, dass wir da hingehen sollten,
dann geht man dahin. Also mich interessiert nicht, was man alles sich an anderen Faktoren vorstellen kann, auch innerlich vielleicht eigene Motive, sich da an irgendwie jetzt eher bürgerliche Schienen dann klammern oder dahin wieder einen Weg zurück oder einen Seitenweg hinfinden zu können. Das ist alles, müssen die Menschen alles mit sich abmachen. Aber ich möchte mit Ihnen in freier Argumentekultur reden und die Hauptschiene betrachten. Und die Hauptschiene ist, wenn wir da so gerade und ehrlich wie möglich hingucken, was sagt Vernunft und Gewissen? Und davon dürfen wir uns nicht abhalten lassen. Nicht durch böse Geister, Energien, nicht durch welche, die uns da bedrohen, macht das nicht. Sondern das müssten wir tun. Ja, damit gebe ich erstmal weiter. Ja, ich drehe euch jetzt gleich laut. Ich habe jetzt schon das Bild vom Louis eingeblendet. Und ich drehe euch jetzt sofort laut. Sekunde. Ja, wir hören euch. Bitte loslegen, Louis. Ja, also Dylan, du stimmst doch teilweise mit der normalen Gesundheitsdingsbums überein. So Sauerstoff ist nötig und Essen und Trinken und Schlaf. Und die Tatsache, dass du mit der Medizin in der Hinsicht übereinstimmst, heißt ja nicht zwangsläufig, dass du Spatenopfer bist. Genauso wenig vielleicht bei mir. Und ich habe jetzt von dir nicht das gehört, worum ich gebeten habe, nämlich, dass du formulierst, wie ein Gesinnungsgenosse von dir aus deiner Sicht übertrieben blind wäre dafür, dass auch wenn höchste Vorsicht geboten ist, dass überall Betrug und Manipulation drinstecken kann, trotzdem wachsam man auch für positive Sachen sein sollte. Übrigens habe ich nicht vor, so ein Clearing zu finanzieren. Ich sehe dann nur anders als ihr stichhaltige Gründe, die wurden auch schon erwähnt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das bei euch Fanatikern vielleicht so einen großen Unterschied macht, bisher die aufzuzählen. Aber vielleicht hat das, was ich gerade gesagt habe, dazu geführt, dass festgestellt wurde, ach ja, stimmt, so manipulativ die Naturwissenschaft oder die, wie sagt man, die Schulmedizin ist, dennoch hat sie hier und da möglicherweise gute Seiten und man muss nicht fanatisch irgendwie alles weghauen, nur weil man festgestellt hat, dass manche Sachen Schrott sind. Die Existenz von Falschgeld lässt nicht darauf schlussfolgern, dass jedes Geld Falschgeld ist. Ja, dann können wir mal gucken. Dann versuche ich jetzt mal, das ist ja total schwer, weil ich ja so krass durchreflektiert bin, versuche ich jetzt mal, kleiner Scherz, aber vielleicht stimmt er trotzdem, versuche ich jetzt mal festzustellen, ein Gesinnungsgenosse von mir, wo könnte der übertrieben sein? Ja, da ich versuche, alles in Frage zu stellen und alles offen zu lassen, besteht die Gefahr, dass ich manchmal dabei die Verhältnismäßigkeit aus den Augen verliere und vielleicht Sachen prüfen will, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit quasi vorhersagt, was so und so sind, und das Prüfen würde Zeit verschwenden. Ja, aus meiner Sicht sind die meisten Leute zu wenig bereit zu prüfen. Aus meiner Sicht prüft Willen sich jetzt nicht selber bisher mit diesen Punkten, mit der Schulmedizin und dem Clearing. Und Willen, wir hätten sofort Frieden, wenn du wie der Öffi sagen würdest, er lässt das offen, du lässt das offen. Und Öffi, ich würde dir empfehlen, da auch ein bisschen weniger voreingenommen, ja, einfach offener zu sein. Das klingt nicht so krass offen. Und wir könnt ja mal Vorschläge machen. Also für die Zuschauer, die es jetzt noch nicht gehört haben, die Brigitte ist ja auch neu. Also meine Freundin, aha, hat sich bei einer Person ein Clearing geben lassen und ich habe sie dafür auch schon viel verarscht, mache ich gerne. War auch schon dicke Luft. Und meine Freundin hat quasi Geister an bestimmten Positionen wahrgenommen, hat es nicht erzählt, wo genau. Und die Clearing-Person hat dann auch an diesen Orten Geister wahrgenommen und danach waren die Geister nicht mehr da. Kann natürlich Bullshit sein, genau wie Dylan sagt, diese Herden-Dazugehörigkeit-Illusion. Und Überraschung kann halt auch
echt sein. Und kann halt sein, dass man wann auch immer wissenschaftliche Möglichkeiten hat, um das nachzuweisen, als das Telefon oder das elektrische Licht auf den Markt kam, wurde auch geungt, das sei in der und der Hinsicht Betrug und war es aber scheinbar nicht. Wer weiß schon genau. Naja, damit gebe ich weiter. Danke. Brigitte, magst du zuerst? Nee, wenn du was direkt zu sagen hast, dann mach doch. Ja, also ich bin ja ein bisschen anders aufgewachsen als der durchschnittliche Erdenbewohner. Also ich habe ich habe Eltern, die alternativ waren, die sich, also ich war als Kleinkind auf der ersten Demo und wir haben die Bauzäune von Neckar-Westheim umgeworfen, damit das nicht gebaut werden sollen würde. Die meisten meiner Verwandte väterlicherseits waren Vegetarier und so habe ich auch mit 4 Jahren schon beschlossen, das Fleischessen aufzugeben. Mit 9 Jahren konnte ich dann schon richtig gut argumentieren. Also zu meiner Zeit in den 60er Jahren hat ja fast noch niemand das Wort Vegetarier gekannt. Und da war das eine, ja, wenn man sich da nicht ausgekannt hat mit der Argumentation, man kann sagen, ich möchte nicht, dass die Tiere wegen mir sterben, aber dass jetzt der Hunger, dass man mit einem Schwein, wenn man ein Schwein füttert, dass man damit auch 30 Menschen versorgen könnte und dass von einem Schwein 8 Menschen leben, also solche Sachen wusste ich als Kind schon. Wir waren auch bei der DRJ, als ich Kind war, Deutsche Reformjugend. Da war das, da gab es so ein paar, wie nennt man denn das, so Gesetze, nee, nicht Gesetze, also der erste, Ehrfurcht vor dem Leben. Das war das Erste, nachdem man sich richten sollte. Da habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht, Ehrfurcht vor dem Leben. Ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Und dann habe ich auch recht früh bei mir zu Hause keine Heizung mehr benutzt, weil das irgendwie mit Erdöl die Erde der Erde schadet und der Luft und so meine kindliche Umsetzung, die war recht extrem. Ich bin auch durch das ganze idealistische Leben, das ich geführt habe, nicht in die Gesellschaft richtig reingekommen. So dass ich eigentlich außerhalb stand. Und ja, jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte also ein Leben, auch ich habe auch mehrere Jahre ohne Geld gelebt, also eigentlich bis ich mein erstes Kind hatte und dann Kindergeld bekommen habe. Und ich natürlich ein Kind versorgen konnte damit. Und anders habe ich es mir aber davor vorgestellt. Ich habe mir davor was anderes vorgestellt und wollte auch anders leben. Und dann hat aber der Frauenarzt damals zu mir gemeint, ich müsste ein Kind auf die Erde bringen und ich könnte ja jetzt nicht in meiner
Ideologie weiterleben. Und das habe ich dann auch versucht und habe die Kinder in die Schule geschickt und wollte sie jetzt den Weg ebnen, dass sie in die Gesellschaft reinwachsen können. Da war ich dann stolz drauf, dann lange Jahre. Und jetzt habe ich Kinder, die völlig konform sind und bei der Corona-Angelegenheit mitmachen und mir kein Wort und mir halt einfach auch nicht mehr zuhören. Das wollte ich jetzt eigentlich, so den Bogen wollte ich anlegen. Ja. Und könnte ich jetzt noch ein Lied zitieren zum Schluss von Konstantin Wecker. Immer noch werden Hexen verbrannt auf den Scheitern der Ideologie. Irgendwer ist immer der Böse im Land und dann kann man als Guter mit den Augen voll Sand in die heiligen Kriege ziehen. Ja. Das denke ich, passiert den meisten Menschen. Dass sie einfach nicht richtig durchblicken, nicht dahinter schauen. Dann gebe ich weiter. Ja gut, dann sage ich noch mal was. Lucia, ich bin voll für jemand, der so Clearings macht und was nicht alles, weil ich bin auch schamanisch tätige. Und für mein Leben, da hört es dazu. Für mich gehört eben das, was uns Möglichkeiten gibt, uns in einer Tiefe zu klären, in ein Bewusstsein zu bringen, in eine aus der Erstarrung zu bringen, aus den belasteten Gefühlen, die wir auch für unsere Eltern und Großeltern übernommen haben, daraus zu kommen, um eben nicht weiter in einem Kampf zu verharren, sondern tatsächlich Mensch bleiben, Männer wie Weiber mit Herz und Verstand. Also das ist eigentlich mein ganzes Anliegen. Und zwar auf der Basis heraus, also ich habe wirklich sehr Heftiges erlebt und ja, es war so und eben tatsächlich auch durch die Schulmedizin. Aber ich bin ja heute nicht mehr Groll, denn ich bin da ausgestiegen aus diesem Groll heraus, sondern tatsächlich, ich bin nicht hart geworden, sondern ich bin weich geworden. Ich habe mein Herz und mein Verstand miteinander verbunden. Und ich will weder auf die anderen weiterhin schimpfen, sondern ich will es durchblicken, ich will es durchschauen. Und das bietet jetzt zum Beispiel auch Corona, ja. Was da für Manipulationen laufen, aber diesen Groll zu hegen und zu sagen, ich steige hier aus, das ist sicherlich sehr individuell und es ist nicht besser und nicht schlechter, sondern wenn wir wenn wir etwas tun für die Öffentlichkeit oder wir gehen in die Öffentlichkeit, dann sollten wir das wirklich mit Herz und Verstand machen. Aber ich gehöre jetzt nicht mehr dazu, aufopfernd mich an die Front zu stellen. Also dazu, nee, gehöre ich nicht mehr. Aber ich bin eben auch keiner mehr, keine mehr, die 0815 lebt, sondern mich freut es in richtig, richtig tiefe Freude habe ich, wenn ich etwas durchblicke und tatsächlich dann auch bestätigt bekomme, wie dieses Lügen, dieses System da draußen sozusagen, die Öffentlichkeit, wie sie uns betrügt und wie sie uns belügt. Und dank Internet kommen wir an so viel Informationen. Ja, das finde ich absolut super und ich will keinen Kampf mehr führen, denn das hat mir sehr viel Energie gekostet und Lebenskraft, wirklich viel Lebenskraft
gekostet. Jetzt möchte ich wirklich weiterhin mit Herz und Verstand da sein. Und ja, okay, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Ja, ich glaube, jetzt müsstet ihr mich wieder alle gut hören. Öff, du hörst Nick mal, du hörst mich wahrscheinlich auch wieder schon gut. Ja, also, ich sag's mal so, wie ich es wirklich denke. Ich glaube, auch gerade aus den Äußerungen, die ich jetzt gerade gehört habe, entnehme ich, wir haben eigentlich keine Chance. Da ist etwas, was viel stärker ist als wir. Da ist ein System, das immer wieder Wege findet, die Menschen einzufangen. Gela hat geschildert, wie ihre eigenen Kinder ihr völlig entfremdet wurden und quasi vom System total eingefangen wurden und quasi die Kinder eben mit dieser Herde, mit der großen Herde mitlaufen und jetzt Mutter und Kinder sich nicht mehr verstehen. Ja? Da haben wir doch keine Chance. Vielleicht wird Öffi das auch erleben müssen, dass jetzt dieser Staat auf seinen Sohn zugreift, den er versucht hat, ja von so vielen dieses kranken Denkens fernzuhalten. Aber dieses Denken kommt über die Gleichaltrigen, über die berüchtigte Peer Group einfach zu dem Sohn und wird ihm vielleicht ihm im Fremden, weil die Herde ist größer. Also wir haben eine kleine Herde, wir sind hier ein kleines Grüppchen, aber draußen sind Millionen, ja. Und die Millionen, die können sich doch nicht irren und so weiter. Ja, und irgendwann, das ist dieser Einfluss, ja. Ich weiß nicht, was Gelas Kinder sagen. Ja, diese Millionen, die können sich doch nicht irren vielleicht. Du, Mutter, du irrst dich wahrscheinlich oder so. Nee, wir haben gegen so ein System, das ist so perfekt und so perfide. Und bei Louis so eben war so immer was Gutes an diesem teuflischen System auch noch zu finden, ja. Ich kann es nur wiederholen, Luis, ich kann es jetzt nicht tiefer argumentativ begründen, sondern kann immer nur sagen, dass aus meiner Sicht das Ganze, auch eine richtig glückliche Kommune, eigentlich nur geht, wenn man nicht ein halbkapitalistisches, immer nicht noch halbkapitalismusgläubig, halbmarktwirtschaftgläubig ist. Ich glaube es einfach nicht, dass es besonders leicht geht dann. Ja? Und meine Sichtweise ist einfach nur, ich kann jetzt nur diese Sichtweise sagen nach den Jahrzehnten der Naturwissenschaft, dass da nicht nur Manipulation und Betrug drinstecken können in den verschiedenen Sparten der Gesellschaft, sondern immer drinstecken. Für mich ist es also eine Tatsache, dass es immer, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas gesehen habe, wo ich nicht ausschließlich Manipulation und Betrug sehen konnte. Ja, und ja, von daher, also auch wenn wir zum Beispiel Brigitte, ja, wir möchten ja irgendwie langfristig eine glückliche Kommune aufbauen, die superglückliche Kommune, aber dabei auch unterschiedliche Experimente machen. Der ÖFF hat bestimmte, ich nenne es mal Verantwortungsgemeinschaftsebene. Ich würde vorschlagen, dass man eine experimentelle Gruppe, auch die sogenannte urmatriarchale pazifistische Bonobo Homo Erectus Schenker kommunistische Gruppen eher ausprobieren sollte. Und dass wir da experimentell vorgehen sollten, völlig tolerant und so weiter. Aber jetzt werde ich mal nochmal versuchen zu schockieren damit ich werde jetzt mal auf diese Beweisführung eingehen, wie die Biologieprofessoren mir quasi beigebracht haben, dass ich nicht mehr anders konnte, als den Schluss zu ziehen, dass ein Mensch niemals glücklich werden kann in einer Zweierbeziehung, ja? Weil wir doch alle suchen wir immer noch was Gutes in diesem System. Und wenn es am Ende nur ist, dass wir sagen, ja, die Zweierbeziehung ist doch aber ganz natürlich und ganz menschlich und das ist doch auch glücklich und mir geht's doch auch gut und so weiter. Ich will mal sagen, warum ich so tief ausgestiegen bin aus diesem System. Also ganz kurz die Beweisführung. Ich habe so ein Bild aufgemacht für ein Öff. Ja, wir haben hier also sozusagen, wir wissen aus der Forschung ganz eindeutig, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang hier. Das wäre jetzt der Gorilla. Ja, hier Gorilla.
ich mache hier für die Fernsehzuschauer einen Kreis gerade um so ein Gorilla-ähnliches Lebewesen. Und wir wissen, dass da die Männer doppelt so schwer sind wie die Frauen und die Männer riesige Waffen im Mund tragen, nämlich riesige Eckzähne, um im Zweifelsfall den anderen Gorillamännern den Halsschlagader aufreißen zu können. Das heißt also, Monogamisten und Haremshalter, also muss dazu sagen, der Gorilla hat ein paar wenige Frauen. Und ein Monogamist hat ja nur eine Frau. Also ein Gorilla braucht also starke Waffen, um gegen die anderen Männer zu kämpfen, die von den Frauen fernzuhalten. Und wenn er die dann erfolgreich ferngehalten hat, dann braucht er, und das ist leider das Phänomen, dieser riesige King Kong hat die kleinsten Geschlechtsorgane, die man sich vorstellen kann. Der hat einen Mini-Penis und Mini-Hoden und hat nur eine ganz geringe Spermienproduktion, weil er ja, um 5 Frauen zu befruchten, braucht er ja immer nur ganz kleinen Vorrat an Spermien. Da ist ja auch keine Spermakonkurrenz vorhanden. Und ein Monogamist müsste jetzt relativ dazu, also ungefähr, wenn wir heute, nehmen wir mal an, ein Mann hätte heute 20 Zentimeter Penis, dann bräuchte er eigentlich als Monogamist nur 1 Zentimeter Penis. Weil Monogamisten eigentlich immer nur winzige, also Ein-Ehe-Lebewesen winzige Penisse haben, weil sie nämlich auch über Waffen, also zum Beispiel Hinweis, die ersten Waffen wurden vor 2,5 Millionen Jahren erfunden, die händischen Waffen. Und davor lief das ganze Spiel über Zähne, über große Eckzähne als Waffen. Ne? Und wir haben aber diese Eckzähne schon vor 4 Millionen Jahren, waren die quasi schon verschwunden. Das heißt also, wir hatten schon eine Evolution hinter uns, die eindeutig dafür spricht, dass wir für die Gruppenehe gebaut sind, nämlich riesige Geschlechtsorgane, die konkurrieren durch Spermaspüldruck, durch Spermakonkurrenz, konkurrieren aber nur auf der Ebene sozusagen des Unterleibsgeschehens. Und die Waffen haben wir völlig verloren. Also wir waren quasi als Männer völlig waffenlos. Der Geschlechterdimorphismus ging runter Richtung 1:1. Also beim Gorilla ist der Mann doppelt so schwer wie die Frauen, weil er ja kämpfen muss, um seine Eckzähne richtig zerfleischend zum Einsatz im Zweifelsfalle bringen zu können. Und die Frauen, die waren nur halb so schwer. Und jetzt bei uns, wir Männer, wurden immer kleiner. Und jetzt sind die Frauen eigentlich nur noch geringfügig kleiner als wir Männer. Ja, also eigentlich wäre es bei uns vergleichbar, wenn die Frauen bei uns so 1,60, 1,70 sind, sagen wir mal 1,70, ja, dann müssten die Männer eigentlich, wenn sie gorillaartig wären, 2,70 Meter groß sein oder 3 Meter groß sein. 3 Meter groß sein. Sind wir aber nicht, weil wir eben keine Rivalenkämpfer sind, weder Monogamisten sind noch Haremshalter, sondern wir sind konstruiert für die Gruppenehe und für die sogenannte Genitalienkonkurrenz, könnte man das nennen. Viele, viele Samenfäden, die nur den Sinn haben, konkurrieren zu können mit den Samenfäden vieler anderer Männer und so weiter. Und jetzt kommt der entscheidende letzte Rückschluss, weil ja die Zeit ja immer wieder davon galoppiert. Der entscheidende biologische Rückschluss ist, wenn wir riesige Genitalien eines Gruppenehetieres haben und unendlich weit von den 1 Zentimeter großen Penissen eines Monogamisten, eines Ein-Ehe-Lebewesens entfernt sind, dann bedeutet das faktisch, dass auch unser Gehirn sich notwendig ein Stück weit langweilen muss, auch wenn ich jetzt mit der tollsten Prinzessin aller Zeiten zusammen wäre in einer Monogamie. Das Gehirn muss sich langweilen, weil es darauf programmiert ist, immer mit allen Gruppenehemitgliedern sich zuwenden zu müssen. Und das ist quasi der letzte Beweis, dass es nicht möglich ist für Menschen in einer Zweierbeziehung glücklich zu sein, weil nicht nur ihre Genitalien und also der Verlust der körperlichen Waffen und die riesigen Gruppenehe-Geschlechtsorgane
weil die einhergehen mit einem parallel dazu gleichgerichteten Gehirn, das quasi nur in der Gruppenehe volles Glück erleben kann und in der Zweierbeziehung eben niemals wirklich glücklich werden kann. Deswegen dann auch die Menschen immer konsumsüchtig bleiben. Und wir wissen ja, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, dass wir die zwei großen Erdzerstörer haben. Konsumsucht und Überbevölkerung. Denn wenn die Menschen immer noch Ersatz brauchen, weil eben die Zweierbeziehung nicht wirklich vollends befriedigend ist, dann entwickeln sie einen Überkonsum, die Konsumsucht. Und wenn es dann noch relativ zu viel Menschen auf der Erde gibt, weil eben die Körperfeindlichkeit auch die biologischen Geburtenkontrollmechanismen reduziert hat, dann ist sozusagen Überbevölkerung und Konsumsucht zerstören die Erde dann am Ende. Ne? Also ich schließe ab für jetzt, für diese Runde. Also ich werde es nachher nochmal nachfassen müssen, aber für mich wurde durch die biologischen Daten bewiesen, dass ich, obwohl ich früher auch monogam gelebt habe, dass ich jetzt verstanden habe, warum ich nie so richtig glücklich war in der Monogamie, weil die Biologen mir sagen, es geht gar nicht. Wir sind einfach für eine ganz andere Lebensform konstruiert und wir sind eben für die Gruppenehe konstruiert, weswegen ich es auch für sinnvoll halte, dass wir einen Teil in den Kommunen eben so eine Gruppenehegruppen haben, damit man genau ausgucken kann, aha, wo geht jetzt kommt die entscheidende Frage, wo geht die Konsumsucht und damit die Übernutzung der Erde schneller zurück, zum Beispiel in einer Verantwortungsgemeinschaft mit vielen Monogamen oder auch Singles, oder geht sie schneller zurück in der Gruppenehe, weil dort die Konsumsucht vollständig verschwindet und die Übernutzung der Erde vollständig aufhört. Ja, also ich gebe weiter und ich muss sicherlich nachher nochmal erläutern, was ich jetzt so auf die Schnelle vielleicht nicht konsequent genug erläutert habe. Und Ceterum censeo, wir schaffen das nicht. Das ist der Kapitalismus ist zu stark, der ist in den Köpfen so dominant, wir haben eigentlich keine Chance. Ich gebe weiter. Ja, danke an die Vorredner. Da wir von Herzen manches abladen in unseren Redebeiträgen und sie dadurch ja schon gewisse Zeit in Anspruch nehmen und ich sehe, dass wir 9:45 haben, sage ich schon mal, dass das von mir aus so quasi ein abrundender Beitrag für heute ist, womit ich mich dann schon ziemlich so ja, verabschieden würde. Also zu einem weiteren Beitrag werde ich sicherlich nicht mehr kommen in einer weiteren Runde. Ja, und ich gehe dabei auf, wie ich hoffe, zentrale Aussagen von Dylan und von Lewis ein bisschen ein. Und natürlich auch, also ich greife bei Lewis diese Frage auf, ob ich zu voreingenommen bin oder zu kritisch gegenüber den Vorstellungen wie Clearing und so. Also erstmal aber zu Dylan. Also ich wäre auch ein Mensch für die Bonobo, freie Bonobo-Sexualität, aber ich glaube, das Entscheidende ist die aufgeklärte Schenker-Verantwortungskommune, dass es das ist. Weil egal, ob die Leute vielleicht Asketen sind, die nur noch im Yogasitz sitzen, ob sie Lichternährte sind, die nichts mehr essen, nur noch Licht brauchen, ob sie in ausschweifender Zärtlichkeit und Sexualität leben wollen oder ob sie lieber Bücher lesen und da gar keine Energie oder Lust an Sexualität haben, verantwortlich könnten sie alle sein. Und egal von welchen Varianten sie ihr Leben leiten lassen, ob sie verantwortlich sind, ist das Entscheidende. Da könnten sie gut in einer verlässlichen, Geborgenheit gebenden Kommune miteinander leben, auch wo man keinen diskriminiert, ne? Weder den, der keinen Sex haben will, noch den, der viel Sex haben will. Also eine geborgene Kommune, die gleichzeitig sich in den Zusammenhang der Welt auch verantwortlich einfügt. Also global denken, lokal handeln. Viel Verschiedenheit kann möglich sein innerhalb der Verantwortungsorientierung. Ohne die Verantwortungsorientierung ist nichts in Ordnung. Ja, und damit komme ich auch zu dem anderen Punkt. Bin ich dazu voreingenommen? Also mal abgesehen davon, dass wir genauer, oder wer will ja auch recherchieren kann, vielleicht weiß der Dylan da auch schon was von, welche wissenschaftlichen
streng wissenschaftlichen Untersuchungen wurden durchgeführt, die schauen, ob so die, also zumindest jetzt mal ohne die Begründungszusammenhänge alle wissenschaftlich zu analysieren und vielleicht eben irgendwie evaluieren zu können. Aber gibt es bei den Voraussagen derer, die da jetzt an Clearing denken oder schamanische Wirkung oder was auch immer, gibt es eine statistisch gesehen signifikante Relevanz, dass also mehr zutrifft als nicht zutrifft. Und dass das in einem Ausmaß ist, dass man daraus wirklich jetzt ableiten könnte, da steht ein Begründungs- oder Wirkzusammenhang hinter, der real ist, der eine Gültigkeit hat und nicht, wo man sich was einredet. Das wäre die wissenschaftliche Seite. Ne? Also da könnte man gucken jetzt, das ist weniger jetzt, wir entscheiden da jetzt einfach, wir sind voreingenommen oder unvoreingenommen, sondern wir gucken, was gibt es da schon an Forschung oder was wäre sonst an Forschung da durchzuführen, um da einen Durchblick zu kriegen. Aber ich bin aus einem anderen Grund, oder ich habe meine Entschiedenheit der Ablehnung oder der, ja, ich bin vorsichtig. Also man kann ja alles machen, wenn man das Verantwortliche mitmacht. Aber es gibt entscheidende andere Gründe, also nicht unbedingt die wissenschaftliche Widerlegung, ob da ein Wirkmechanismus ist, sondern es gibt entscheidende andere Argumentationen, Begründungszusammenhänge, die sehr viel Kritik und Skepsis berechtigen, aus meiner Sicht. Und das kann ich ganz konkret jetzt auch sagen. Also Dylan hat ja schon gemeint, wie aussichtsreich ist es jetzt hier noch an einen guten Weg, an einen Ausweg zu glauben für die Welt oder überhaupt, dass Menschen überhaupt zu einer Kommune sich zusammentun könnten. Ich hatte gesagt, offenlassend, ob da ein Wirkmechanismus ist, der gültig ist, der funktioniert oder nicht. Und jedem zugestehend, dass er nach irgendwelchen Dingen sich auch richten kann, dran glauben kann oder Experimente mitmachen kann, Zeremonien machen kann, was auch immer, wenn er die Hauptlinie dabei auch als Hauptlinie sehen kann und ihr überwiegend folgt. Also egal, ob da jemand, der mich bedroht, vor der Haustür steht oder ob da böse Geister wären. Wenn meine Vernunft und Gewissen sagt, das ist jetzt wichtig, da hinzugehen aus Verantwortung für die Welt, dann hat man es zu tun. Man hat sich nach Vernunft und Gewissen mehr zu richten als nach den anderen Motiven. Und da bin ich jetzt mal ganz konkret und kritisch. Also ich kann euer aller Redebeiträge aus der letzten Runde aufgreifen und kann beweisen, dass man sich mehr nach anderen Dingen gerichtet hat, als nach Vernunft und Gewissen und dieser globalen Verantwortlichkeit. Ich gehe die Reihe so durch. Ich kenne jede Menge Leute, die in Wohnungen sitzen, wo sie mit Clearing schauen, ob die jetzt mehr oder weniger gut sind, da zu wohnen. Vernunft und Gewissen würden sagen, geht in Verantwortungskommunen, geht in alternative Projekte. Wenn sie das nicht tun, dann machen sie die unwichtigeren Dinge zum Grund, das Wichtigere nicht zu tun. Sie lassen sich überwiegend von Faktoren bestimmen in ihrem Verhalten, also ihrer Wohnsituation, die sind verkehrt. Sogar wenn das Clearing wirkt, ist es verkehrt, überhaupt danach zu gehen. Das können nicht die entscheidenden Kriterien sein, wo man wohnt. Okay, das eine. Dann das, was du, Gela, gesagt hast. Also ich glaube, es gehört nur wirklich ganz, ganz wenig an freier Argumente-Kultur oder freier Argumente-Ebene dazu, dass du damals deinem Frauenarzt hättest sagen können, oder wenn du mit anderen Leuten wie uns jetzt dann geredet hättest, dass im Gespräch miteinander rausgekommen wäre zu sagen, lieber Herr Arzt, man muss sich doch erheblich mehr Sorgen machen, dass die Menschen, die hier in unserer Gesellschaft aufwachsen, vom Mainstream überwältigt werden, statt von alternativen Möglichkeiten. Also mal abgesehen jetzt von irgendwelchen extremen Sekten vielleicht, aber ansonsten ist doch der Konformitätsdruck in die ganz andere Richtung. Und auf jeden Fall würde niemals rauskommen, dann zu sagen, ja, wir erden uns jetzt und ziehen unsere Kinder hier in dieses System hinein. Sondern mindestens würde doch herauskommen, dass man sagen würde, man bringt sie in eine Auswahlposition, wo sie beides erleben und frei dazwischen wählen können sollten. Ja, noch weitergehend, man dürfte wegen der Kinder genauso wenig wie wegen der bösen Geister oder der Leute, die einen mit der Waffe bedrohen, sich davon abhalten lassen, in die alternative Kommune zu gehen.
Guck mal, in unserem kapitalistischen System erwartet das Arbeitsamt von den Leuten die sogenannte Flexibilität. Das heißt, wenn gesagt wird, hier ist ein Job, den könnt ihr annehmen, den halten wir für euch für zumutbar, dann erwarten wir, dass ihr mit euren Kindern dahin geht, um den Job anzunehmen. Und nicht, naja, wir fragen jetzt mal die Kinder und die haben ja ihre Freunde um die Ecke oder so, und dann wollen die nicht, ne? Nee. Und noch viel mehr müssten Kinder sich anpassen, dass die Eltern eine funktionierende Lebensgrundlage schaffen, auch wo die Versorgung gewährleistet ist und so weiter. Und wenn die Eltern sagen, wir können es nicht verantworten, ein Verbrechersystem mitzumachen, wir müssen da in einen verantwortlichen Rahmen gehen, dann hätten die Kinder zu akzeptieren, dass das als wesentliche Lebensbasis so eingerichtet wird. Und dass die Eltern nicht gucken oder so, was, inwiefern könnten unsere Kinder jetzt ein Hinderungsgrund sein, aus dem Verbrechersystem in die Verantwortungslebensweise reinzugehen. Das ist nicht vertretbar. Obwohl es fast alle so machen. Die richten sich alle so nach ihren Kindern, dass sie nicht in den Kommunen sitzen und nicht aus dem Verbrechersystem aussteigen, ne, wegen der Kinder. Das Einzige, was sie damit bewirken, ist ein schlechtes Vorbild zu sein, dass ihre Kinder später sich auch rausreden werden aus der Verantwortung, weil sie, was weiß ich, Kinder haben wollen. Und die erden müssen. Okay, das dazu. Und auch Brigitte, ich finde es toll, ne? Also wie gesagt, bei mir könnten alle Schamanen und Zauberer und was weiß ich, indigene Heiler und was auch immer sein. Und obwohl ich das vielleicht für wissenschaftlich in manchen Fällen nicht so vom Wirkmechanismus her nachweisbar erachte, würde ich sagen, die Toleranz muss ja auf jeden Fall da sein. Aber man darf sich danach nicht richten, wenn es einen hindern würde, den Weg der Vernunft und des Gewissens zu gehen und in die grundsätzlich verantwortliche Lebensweise überzugehen. Wir können in der Welt, wie sie jetzt ist, nicht sagen, wir wollen nicht mehr kämpfen, wenn wir Teil der großen Mafia-Bande sind, die täglich, was weiß ich, Schutzgelder erpresst, 1.000 Leute killt und am Abend die Beute verteilt. Da können wir nicht sagen, ich habe mich jetzt schon angestrengt genug, oder ich habe ja auch schon gekämpft, aber jetzt ist diese Phase vorbei. Um uns herum tobt sich die große Mafia-Bande weiter aus, der sich globalisierende Kapitalismus, die Herrschaft des Geldes oder jetzt in der Corona-Zeit, dass der Staat immer mehr zum Überwachungs- und Kontrollstaat wird. Die Big Brother-Diktatur guckt um die Ecke. Ja, Östolf, nur ganz kurz, das ist nämlich, was mir noch ein Herzensanliegen für heute auch ist. Ich bin entsetzt, deswegen bin ich heute auch so ein bisschen mit Schwung. Ich bin entsetzt über das wahnsinnige Tempo, wie dieser Staat sich in einen Hitlerstaat verwandelt hat. Dass ich bin entsetzt, ja. Bald steht man mit einer Maschinenpistole vor mir und anstatt mich in ein KZ zu bringen, wird man mich zwangsimpfen. Man wird mir Körperverletzung mit mir umgehen. Das ist das, mit Juden hat man Körper verletzt. Man hat die Leute in den Krieg gezwungen, also und sich dort opfern zu müssen, 60 Millionen Tote abgeschlachtet und dann wird man mit einer Maschinenpistole vor mir stehen und wird mich zwingen wollen, mir eine Körperverletzung angedeihen. Also wie schnell, in welchem rasenden Tempo. Jetzt schon sind auf den Demos ja Bürgerkriegsstimmungen, weil da würde ich jetzt sogar auch rebellisch werden. Wenn man jetzt quasi mich zur Körperverletzung zwingen will, dann, ich glaube, dann könnte ich sogar, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals radikal werden könnte. Aber das, ich weiß nicht, ob ich mir das gefallen lassen würde, ohne Widerstand. Ja, denn das ist ungeheuerlich. Und in welchem Tempo das jetzt voranschreitet und in welchem Tempo die bereit sind, ja, die Juden ins KZ, na, die Ungeimpften ins KZ jetzt, ja, und Zwangsimpfen und am besten gleich sterilisieren und dies und das und, ja, also das ist wie bei Hitler, das ist keinerlei, null Unterschied. Ja, warum, Luis? Warum? Es ist das gleiche System. Es ist alles dieser grausame marktwirtschaftliche Kapitalismus oder die Marktwirtschaft. Und das ist nun mal ein teuflisches System. An dem gibt es nichts Gutes zu finden. Auch wenn das die Psyche immer wieder will, weil sie mit der Herde gern mitlaufen möchte. Ja, ich bringe das, was ich gesagt habe, dann eben nochmal in einem Satz zusammen. Vernunft und Gewissen würde auf jeden Fall, wenn wir das an die erste Stelle setzen, dazu führen, dass wir alle im Freie-Argumente-Forum allen anderen Einzelfragen ganz knochentrocken und gründlich auf den Grund gehen, ohne uns durch irgendwas wegmanipulieren zu lassen davon. Und das würde in der heutigen Zeit dazu führen, dass wir alle aus dem bürgerlichen System raus in Verantwortungskommunen uns zusammentun müssten. Ich glaube nicht, dass es eine rechtfertigbare andere Lebensentscheidung oder einen Lebensrahmen geben kann,
in den heutigen Situationen. Das ist nur mein Standpunkt, ne? Ich arbeite ja mit allen Leuten zusammen. Ich bin lieb zu allen, ne? Auch denen, die jetzt hier Karriere machen wollen oder Bundeskanzler werden wollen. Und ich sage, ich kann mich verbünden mit den Schenker-Verbünden, die ich auch schon habe. Die können Soldaten, Polizisten, Flugzeugbauer, Glücksspieler, Atomkraftwerksmitarbeiter sein. Alles kein Problem. Jeder kleine Schritt in eine Richtung ist schon wertzuschätzen, zu fördern. Man sollte sich da schon mit den Menschen liebevoll verbinden. Aber es muss auch möglich sein, Argumentationen klar und offen gemeinsam zu durchdenken und auf den Tisch zu bringen. Und da sage ich eben, durch nichts, durch Geister nicht, durch Kinder- und Frauenärzte nicht, durch Schamanismus und schon gekämpfte Kämpfe im Leben und was weiß ich, darf man sich nicht davon abhalten lassen, in die Verantwortungskommunen zu gehen, die sich aus dem System rauslösen wollen. Aus dem Staats- und Abrechnungssystem. Oder Willkür, Herrschafts- und Abrechnungs- und Vergeltungssystem. Hinzu aufs Ganze gesehen verantwortlicher Menschheitsfamilie. Und Menschheitsfamilie ist nicht Diktatur gegeneinander und Menschheitsfamilie ist nicht konkurrierendes Abrechnen und so weiter miteinander, sondern ist liebevolles Teilen der Entscheidungen und der Güter. Und da müssen wir hin, ohne jetzt noch 1000 Umwege zu machen oder sagen, da kommen wir in 100 Jahren hin. Da muss eine andere Power in die Alternativschiene rein. Okay, Leute, das war's. Jetzt sind auch schon 2:10, ne? Ich habe bestimmt auch meine Zeit jetzt überzogen. Der Dylan hat mich ja auch bereichert mit seiner Ergänzung so. Also das ist es von mir, ne? Ich würde sagen, wir können jetzt dann noch heute relativ kurz noch so jeder so quasi seine Verabschiedungsworte sagen. Und ich stehe ja für alles zur Verfügung, ne? Im Forum kannst du in die Tiefe gehen und auch beim nächsten Talk, ne? Also kommt wieder dazu, lasst uns offen reden, denn die denken und sprechenden Wesen müssen durch Denken und Sprechen den Weg finden. Ja, ich drehe euch laut. Sekunde. Jetzt. Ich meinte, man darf nicht sich abhalten lassen und man muss irgendwo hingehen. Also ich denke, man kann machen, was man will, wie gut es einem damit geht und wie sehr man umgedreht, was du nicht willst und man dir tut, bla. Damit zufrieden ist, ist die andere Frage. Aber ich finde es immer schwierig, wenn da solche komischen Behauptungen aufgestellt werden. Man meine nicht müssen im Sinne von Gewalt, sondern von Logik. Ja. Jedenfalls, ich wünsche mir insgesamt, dass die Telco mehr auf Augenhöhe ist. Ich möchte weniger Zwischenrufe und ich möchte eine technische Grundvoraussetzung, bei der wir alle gleich viel, also wo nicht der Dylan und lauter gehen muss oder leiser. Ich würde vorschlagen, dass wir wieder per Telefon reingehen. Und der Dylan hat da ja auch eine Möglichkeit, wie man per Telefon rein kann. Und letztens in irgendeinem Chat wurde dem Öffi irgendwas empfohlen mit solarbetriebenen Servern, wo man irgendwie herrschaftsfreier Zoom-mäßig abgehen kann. Also das ist mein Wunsch. Und Dylan, ich hätte gerne sowas wie eine klarere Irrtumsklärung mit dir, mit mehr Möglichkeiten auch zu unterbrechen. Also du hast meine Wünsche nicht erfüllt. Du hast nicht geschildert, ab wann ein Gesinnungsgenosse von dir übertrieben wäre. Und aus meiner Sicht hast du so viel Angst, dass ich nichts hinterfrage, aber du forschst nicht, ob ich mich tatsächlich doch hinterfrage und einfach bei manchen Punkten keinen Grund sehe, so skeptisch zu sein wie du, beziehungsweise bei der gleichen Skepsis zu so unnötig ablehnenden Schlüssen zu kommen. Und du hast mir auch nicht geschildert, warum du aus deiner Sicht reflektiert des Weges kommst, obwohl du genauso manche Sachen, die die Schulwissenschaft, die Schulmedizin gut findet, warum du da denen zustimmst zufällig, ohne dich gleich als unrettbar manipulierten Sinn zu stellen. Ja, also ich habe das Gefühl, dass du mir da Unrecht tust in meiner Argumentation. Und das ist für manche Teile von mir nervig und anstrengend und untergräbt dein Urteilsvermögen aus meiner Sicht, wie dein Fehlurteil da. Das würde ich mir wünschen, dass wir das sehr genau klären. Und da würde ich einen extra Termin vorschlagen. Und möglicherweise gehe ich raus gleich. Und beim letzten Mal war es so, dass ab irgendeinem Punkt hat man nur noch so eine Gitarrenmusik gehört. Das ist mir schon mal passiert, als die Antonia auch per Telefon zugeschaltet war. Dann haben wir beide aufgelegt und haben beide
immerhin miteinander sprechen können. Denn ich kann mir vorstellen, dass nach einer gewissen Minuten-Stunden-Anzahl man automatisch rausfliegt. Und das ist dir vielleicht nicht aufgefallen, weil du halt hauptsächlich mit Öffi über Computer verbunden warst. Ja, damit bedanke ich mich. Vielleicht halte ich noch durch, bis wir alle durch sind. Vielleicht gehe ich vorher raus und wünsche gute Zeit. Ciao. Ciao. Ja. Also. Danke, Öffi. Mal, das wollte ich zuerst mal loslassen werden. Für das, was du gesagt hast, alles, Verantwortungszeugs und so, und auch was zu mir jetzt mit meinen Kindern. Natürlich habe ich die alternative Seite auch gelebt und meinen Kindern näher gebracht. Und ich habe auch weiter, weiter mein System gehabt, im Grunde, wie ich gelebt habe. Und das war natürlich in den 80er Jahren, da war noch einiges anders. Und ich wusste damals, meine Kinder gingen auf die Waldorfschule, aber von anderen Schulsystemen habe ich damals noch nicht gehört. Und Kommunen war, man hat davon gehört, aber es gab kaum Informationen und ja, genau. Also hinterher weiß man immer mehr, als wenn man in der Situation selber schaut. Brigitte noch? Ja, okay. Ich war ja jetzt Gast und ja, und ich kann es nicht nur auf so einen Punkt bringen, Vernunft und Gewissen, denn das würde den Menschen als solches sehr reduzieren. Und ich lasse mich in der Weise überhaupt nicht mehr reduzieren. Und für mich heißt es auch, ein jeder, da wo er steht, hat die Möglichkeit, wach zu werden. Es geht um Wachwerden und Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und wenn das gegeben ist, dann wird er automatisch in ein Gedanken- und Fühlkonstrukt kommen, wo es um Gemeinschaft geht. Hallo, höre ich euch wieder? Ja. Also daher finde ich das eine sehr reduziert auf Vernunft. Brigitte, bist du noch drin? Ja. Ist das beendet? Ich höre euch beide, Gela. Ich höre dich, Gela. Brigitte erzählt gerade was. Okay. Also das finde ich sehr reduziert, weil der Mensch ist nicht nur Vernunft und Gewissen, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Und alle Systeme, und ich bin überhaupt keiner, der da in diese Verteufelung da im Außen sieht, sondern ich muss auch wirklich gucken, was ist denn in mir so, dass so verteufelt das überhaupt so annehmen kann oder betrachten kann, sondern also ich sehe dieses, was da draußen ist, auch als eine Möglichkeit. Es bietet ganz viele Möglichkeiten, denn wir sind alle nicht hier alleine und ich bin jemand, der in Möglichkeiten denkt und handelt. Ja, okay, das war's. Ja, beim letzten Mal war es abgestürzt gewesen, weil ich nicht dran gedacht hatte. Es war diesmal nach 2 Stunden, 8 Minuten, warum auch immer, abgestürzt gewesen. Aber da ich jetzt erst um 20.14 Uhr eingewählt habe, haben wir also läuft das Telefon mindestens noch eine Zeit lang. Nur ganz kurz, weil wir ja das Ende suchen, weil der Öffi jetzt auch sich um sein Söhnchen kümmern muss und so weiter.
Ich kann, Luis, ich kann im Moment nur so viel sagen. Man muss gar nichts, weil niemand muss was. Niemand kann irgendjemanden zu irgendwas zwingen. Niemand muss irgendetwas, sondern nur, wenn man will, dass man vielleicht eine Chance hat, wirklich ganz anders als all diese kranken und unglücklichen Menschen, die in diesem System dahinsiechen sozusagen und spätestens dann irgendwann vom Krebs dahingerafft werden und alles. Wenn man das nicht will, sondern was anderes will, dann muss man. Aber nur dann, ja? Und niemand kann irgendjemanden zu irgendwas zwingen, sondern ich kann nur als Anregung reinbringen, dass ich das Gefühl habe, im Moment, das ist jetzt kein starkes Argument. Ich kann das nur mal als Anregung reinbringen, dass ihr eigentlich, einige hier jetzt heute auch wieder eigentlich sagen, nö, eigentlich ist doch diese Marktwirtschaft ganz okay, auch in dieser Kapitalismus. So schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Und ja, dass ich einfach glaube, dass die vorteilbringenden Irrtümer dieser Spartenherden, die von allen Seiten auf unsere Köpfe eintrommeln, dass die einfach auch bei dir, Luis, noch riesigen Erfolg haben, dass eigentlich dir begegnet irgendjemand, knallt dir ein paar vorteilbringende Irrtümer um die Ohren, wie der Peter vom Königreich Deutschland oder der Verfassungserfinder oder was auch immer. Und schon bist du Feuer und Flamme von diesen Dingen, weil du irgendwie diese innere Abwehr aus meiner Sicht nicht hast, zu erkennen, ja hoppla, erst einmal muss ich alles als Lüge in diesem System betrachten. Und zwar nicht als bewusste Lüge, sondern als vorteilbringenden Irrtum, also als nicht bewusste Unwahrheit, sozusagen erkennen. Und dann gehe ich davon aus, dass alles Irrtum ist. Und dann nähere ich mich vorsichtig der Frage, könnte davon vielleicht ein winziger Teil nicht Irrtum sein? So bin ich in der Wissenschaft immer vorgegangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich muss alles erstmal als Irrtum betrachten und so lange prüfen und nur die Dinge annehmen, die eigentlich allen kommerziellen Interessen widersprechen, die also eigentlich allem, womit Geld verdient wird, diametral entgegenlaufen. Ja? Ich kann jetzt für heute, weil wir ja langsam das Ende suchen und den Schluss für heute suchen, wir müssen halt immer weiter darauf diskutieren. Ich bin nur heute so in Schwung, weil ich wirklich entsetzt bin, wie rasend schnell der Hitlerismus wieder um sich gegriffen hat und wie wenig Chance ich sehe, mit so einem halbherzigen Rangehen an die Sache, dass sich da überhaupt irgendwas entwickelt, ne? Gegen solch ein teuflisches Gesamtsystem, das so eine solche Kraft hat und immer wieder sagt, oh, Leute, hier ist die Herde, komm, so schlimm ist doch mit uns nicht, macht doch ein bisschen weiter mit uns im Kapitalismus und in der Marktwirtschaft. Wozu braucht ihr Gemeinwohlwirtschaft oder eine Kommune? So, bei uns ist doch ganz toll, ne? Guck mal, bei uns gibt's Schnitzel mit Pommes. Und alles, ja, und ja, und so. Ja. Ich gebe weiter, öff, ja, wir suchen ja das Ende. Ja, ich muss nach den paar Worten dann jetzt auch gehen. Ich mache das als Ausblick auch, weil im Forum und auch beim nächsten Talk sollten wir auf zwei Dinge noch eingehen. Die kann ich hier aber ganz kurz verknüpfen. Luis, wir sind uns da im Klaren drüber. Wenn ich sage, das und das muss dann so und so sein, meine ich nicht, dass Menschen einander Gewalt antun und einen zwingen, dann etwas zu tun. Also kein Müssen in diesem gewalttätigen Sinne unter Menschen. Da bin ich ja zumindest ein ziemlich extremer Pazifist. Aber es gibt logische Stimmigkeit. Es gibt Selbstwidersprüchlichkeit. Es gibt nicht schlüssige Folgerungen. Wenn ich sage, man muss das machen, meine ich nicht Gewalt, sondern Logik, Argumente, Logik. Und ich kann das veranschaulichen, indem ich auf das eingehe, was die Brigitte gesagt hat. Nein, Brigitte, ich glaube, dieser Standpunkt von dir lässt sich nicht halten. Und zwar sogar dann nicht, wenn ich dir so weit wie möglich entgegenkomme, was das Menschenbild angeht oder die Erkenntnisfähigkeiten, auf die wir uns beziehen. Denn auch die Menschen, die sagen, nee, ist ja nicht nur Vernunft und Gewissen, sind ja ansprechbar normalerweise noch auf die Frage, ob wir verantwortlich sind, wie wir leben oder was wir tun. Also ob es in Ordnung ist, wenn wir uns so verhalten, dass in unserem Namen andere Menschen brutal ermordet werden, jetzt beispielsweise. Stellen wir fest, wir sind in einer Mafia-Bande, die so, was weiß ich, eben 1.000 Menschen ermordet am Tag.
dann glaube ich, dass auch der Mensch, der jetzt noch ganz offen lässt, aus welchen Erkenntnisfähigkeiten heraus er genau das macht Urteil. Unser Gesundheitssystem jeden Tag, das Tod tötet aus meiner ja, ja, Sicht ja, aber, und tausend unschuldige genau. Menschen. Ja, einfach ja, nur, weil es um Geld geht. Ja, und nicht nur das, es werden Kriege mit Lügen geführt, wie Irakkrieg und so, auch der Afghanistankrieg war ein illegitimer Krieg und. Aber ich will ja gar nicht in die Details gehen. Ich will nur sagen, in dem Moment, wo man feststellt, ich bin da in einer Mafia-Bande, ich bin da in einem System, wo man mich nicht gefragt hat, mir meine Selbstbestimmung aus der Hand genommen hat, und jetzt sagt man, dass man in meinem Namen an Armut die Menschen sterben lassen kann, an illegitimen Kriegen, an Naturzerstörung und so weiter. In dem Moment kann man sagen, ich trete aber nicht aus dem Rahmen aus, sondern ich gleiche das irgendwie anders aus, dass ich irgendwie jetzt erwache oder irgendwie in meinem kleinen Kreis anfange. Ich glaube, auch der Mensch, der jetzt auf irgendeine Bewusstseinsfähigkeit von sich stützt, und wenn es Mitgefühl ist mit den Opfern, könnte sagen, nein, wenn da in meinem Namen und ohne, dass man mich gefragt hat, einfach indem man mir meinen Steuerruder weggenommen hat und gesagt hat, man darf jetzt für mich entscheiden, die Regierung darf in meinem Namen entscheiden und da werden verlogene Kriege geführt und Armutsopfer und Naturzerstörung und so weiter, dann muss ich denen kündigen. Auch aus Gefühl oder aus irgendeiner Verantwortungsempfindung, die man in sich dann rauskramen will, es geht nicht, wenn man ein integrer Mensch bleiben will. Und so glaube ich, kommt man alleine durch die offene Frage, will ich verantwortlich sein, will ich auf Verantwortlichkeit ansprechbar sein, irgendwie kommt man weiter, dass man die Vernunft braucht und die Ethik, um eben zu sehen, was dann gehen kann und was unter keinen Umständen gehen kann. Echt für niemanden. Wenn man offen und ehrlich drüber reden und sich da auseinandersetzen kann. Ja, Jungs und Mädels, und wie gesagt, ich will keine Auseinandersetzung da über solche Argumente aus dem Wege gehen, wenn ich mich jetzt verabschiede. Im Forum kann es sofort weitergehen und beim nächsten Talk auf jeden Fall auch. Aber ansonsten würde ich euch jetzt aus der Ferne durchs Internet noch eine Umarmung schicken und freue mich, dass wir miteinander reden konnten, dass wir diesen schönen Samstag hier jetzt hatten. Und sage bis zum nächsten Mal. Und finde es ganz genial, dass das ja jetzt auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und dass die Öffentlichkeit... Wobei ich fürchte, wir werden heute gesperrt. Der Sender wird gesperrt. Ich werde es mal vorsichtig auf einem der kleinen Sender anbieten. Dann schickst du es mir noch extra, Dylan, das Material wieder. Und ja. Ich sorge schon dafür, dass die Menschheit auch an diesen Bewusstseinsprozessen richtig gut Anteil nehmen kann. Alles klar, wenn wir gesperrt werden, dann schicke ich es dir, ne? Ja, und ich mache aber trotzdem die anderen jetzt nochmal an. Aber wie gesagt, ich sage auch, wir machen einfach nächsten Samstag weiter. Aber genau. Wie gesagt, ich kann ja nicht mehr als zu sagen, dass ich glaube, dass da ganz viel unsere Schlüsselfrage, wo irr ich mich, wo irrst du dich, dass ich meine ganz viele Irrtümer da in Köpfen heute wieder gehört zu haben und dass wir darüber einfach im Gespräch bleiben sollten, über Irrtum oder Wahrheit oder Irrtum oder Wahrheit, Irrtum oder Wahrheit, und dass wir da einfach weitersprechen müssen im Sinne der freien Argumentekultur. Ne? Und ich mache jetzt wieder nochmal laut die jetzt gleich können dann die Telefonleute sprechen, wenn ich dann rufe. Erst muss ich die Technik verändern. So. Jetzt. Hallo? Ja? Ja, jetzt könnt ihr reden. Wie gesagt, wir suchen ja das Ende. Ja, ich hatte es mal vorhin raus aus der Leitung. Jetzt bin ich wieder da, aber ich verabschiede mich jetzt auch einfach. War spannend heute. Sei umarmt, Gila! Ja, und nächsten Samstag geht's halt weiter, ne? Ja. Ich hab, du, oder ihr habt überlegt, ob wir einen anderen Tag nehmen. Ist ungünstig. Samstag ist aus vielen Gründen super. Öffner sagt, das geht wohl kaum, weil der Samstag ist da halt wichtig, wenn die Leute zum Beispiel physisch zu Besuch kommen wollen oder so. Er hat also viele Gründe, warum wir beim Samstag bleiben müssen. So. Okay. Sind die Brigitte noch und der Luis noch da? Oder ist da schon wieder was abgestürzt? Da war vorhin so ein komisches Geräusch. Ja, also, ja, mich hat es vorhin auch raus und
dann kam ich ein Weilchen nicht mehr rein, aber dann hat es geklappt, ja, also gut. Also jetzt hat es die beiden wahrscheinlich auch rausgehauen. Dieses komische Geräusch von vorhin hat wahrscheinlich einen Teil abstürzen lassen und du, Gela, bist wieder reingekommen und irgendwie habt ihr euch dann gegenseitig gar nicht mehr gehört, gell? Irgendwas ist da auch verrückt mit der Leitung gewesen, ne? Aber so ist das mit der Technik, aber im Großen und Ganzen ging es ja doch. Ja, ja. Und es ist ja super, dass man es dann veröffentlicht. Dann können alle, wenn sie was versucht haben. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.